Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Dragon Quest Monsters und der dunkle Prinz. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dragon Quest Monsters. Jetzt auch mal wieder eine neue Aufnahmesession. Ich nehme ja die Folgen immer am Stück auf, wenn ich mal eine Dragon Quest aufnehme, zumindest so drei, vier mindestens. Ja, beim letzten Mal haben wir Brandy besiegt. Unseren ersten Bosskampf war grandios. Und heute wollen wir zu Nagobert zurück. Das wird ein relativ kurzer Weg. Ich kann mich einfach hin teleportieren. Aber ich will den Teleporter nutzen, der im vorherigen Raum war. Was ich nicht gesehen hatte, Brandy selbst hat auch einen Eintrag. Den können wir ja eben kurz noch vorlesen, bevor wir uns teleportieren. Brandy. Der jüngste der Glutsbrüder ist im Vergleich zu seinen verschlagenen Geschwistern relativ einfach gestrickt. Er ist daran gewöhnt, dass die anderen ihm ständig Streiche spielen. Ich hatte übrigens gemerkt, dass das Spiel beim Schnitt sehr leise war, deswegen habe ich das Game ein kleines bisschen lauter gedreht. Und mich so einen ganz kleinen Ticken leiser. Ja, aber wir werden jetzt auf jeden Fall zurückreisen. Da ist ja schon der Teleporter, den will ich mal nutzen. Ah, hier komme ich dann raus. Na gut, da könnten wir dann jetzt weiter in der Richtung. Aber wie gesagt, ich will vorher zum Drachenwinkel und vorher mit Nagobert reden. Nagobert, hier komme ich. Oh, Heining, ich stehe tief in deiner Schuld. My boy Nibbler may never have made it home. You really saved my tail. Oh, how delightful. We're so happy to see you reunited. Now, if you recall, I had something I wanted to give you. But I'm afraid I can't find it anywhere. Ja, weil der ja einen Langfinger mitgenommen hat. Do you think he might mean the travel light we saw in the cave? Hey there! You wouldn't happen to be talking about this, would you? That's my rock. You sneaky so-and-so. You stole it from me. Whoa there. Let's not go making wild accusations. I literally just found this outside. Do you expect me to believe that? Just admit it. You're a thief. Ja, ich hole recht. Anyway, Monster Boy. I believe this is what you're after. Here. Well, take it. That's not yours to give. Oh, this is wonderful. Now we can travel to a new part of Nadiria. I suppose I can't be too angry. You did rescue my boy, Whiskers and all. Das ist das Wichtigste. I do so love a story with a happy ending. Now, without further ado, let's be heading to our next destination. Yes, I suppose you're right. Wait a second. Oh, did I forget to say? I'll be tagging along from here on. You see, I'm scouring the land to find rare ingredients for my thaumaturgic research. Nadiria's bursting with stuff I could never dream of getting back home. The problem is, it's such a pain to get here.
two seem to have it all figured out, though. Which makes me think it'd be easiest just to join you. What do you say? Ich sag einfach mal ja. Werde es bestimmt nicht bereuen. Alright, now you're talking. You won't regret it, I promise. And am I right in thinking you are Rose? Well, it'll be a pleasure traveling together, I'm sure. Yes. I suppose it will. But before we can travel to the next part of Nadiria, we'll need to return to Rose Hill and use the travel light. Das ist ja kein Problem. It's a real rat race, but we're rooting for you. Come back again one day and we can play together. Die haben aber auch gar keine Sorgen. Antimagiepulver. Na gut, ich nutze jetzt den Teleporter und teleportiere mich noch da hinten. Ich will das Eck erkunden. Wir müssen ja auch noch ein paar Monster hier finden. Also gehört nicht der Lümmel da. Wir suchen ja zum Beispiel den Raben hier noch. Ich denke mir, ich nutze das Puste-Ding, bevor das Puste-Ding weg ist. Aber vorher... Na, ich wollte mir das Kraut dann noch gönnen. Da ist die Kiste. Und die Kiste ist immer schön. Vor allem, wenn sie Mini-Medaillen enthalten. Hoppa! Eben kurz Karte gucken. Okay. Jahreswechsel. Die Schleimwetten mögen mich. Ist hier oben nix? Irgendwo müssen diese Raben sich doch rumtreiben. Alter, der Rabe ist das einzige Monster, was mir hier fehlt. Natürlich gibt es auch noch das riesige Drachenvieh. Aber ganz ehrlich, den packe ich nicht. Deswegen, ich suche gerade eigentlich nur den Miesraben. Aber ich finde den gerade überhaupt nicht. Damit er vielleicht in dem befreiten Bereich hier rum... Sind auf jeden Fall diese Knalldrachen. Beziehungsweise die Heißluftdrachen. Die Kiste da hätte ich sehr gern. Ein Asbestgürtel. Ist doch bestimmt zum Ausrüsten. Fauchprofi. Das Ding verleiht Fauchprofi oder macht es Fauch besser? Warte, einfach mal ausrüsten, dann kann ich es hier nachsehen. Das sollte ich jemanden geben, der auch Fauchangriffe benutzt. Er kriegt den Asbestgürtel. Weil er gleich mehrere Flammenattacken hat. In dem Fall sagt man einfach nur Danke für die XP.
Wo treibt sich dieser Rabe denn rum? Zur Not synthetisiere ich ihn, wenn ich jetzt hier nicht irgendwo rumstehen sehe. Mich würde halt interessieren, wo man den findet. Dann muss es ja in dem Bereich sein, wo wir vorher nicht hin konnten. Wisst ihr was, Leute? Ich warte jetzt einfach mal eben kurz die nächste Jahreszeit ab. Guck hier drüber. Wenn ich ihn nicht finde, dann sehen wir uns bei Winter wieder. Und sehe ich ihn dann auch nicht in dem Bereich, den wir jetzt neu haben, dann synthetisiere ich den einfach. Da habe ich keine Lust mehr, den zu suchen. Also wir sehen uns gleich, sobald es Herbst geworden ist. Oder vielleicht sogar erst im Winter. Je nachdem. Also Leute, die Monster habe ich jetzt zwar hier noch nicht gefunden, aber interessant in dem Bereich trotzdem. Hier im Herbst sind überall Fontänen. Ich frage mich, ob ich da rein kann. Nee, den Fontänen selbst kann ich aber nichts machen. Aber hey, zumindest passiert hier was im Herbst. Wurde gerade, während ich gewartet habe, noch von der riesigen Zecke angegriffen. Also für wie Level-Ups. Und auch ein paar Begabungspunkte, die ich vergeben kann. Auch wenn wir alle wissen, woran ich investiere, ne? Hier könnte ich ruhig in das Parieren und Blocken investieren. Mir ist ja lieber, ich sehe die Monster nicht, sondern ich werb sie an. Weil Synthesieren für die Competition wird mir irgendwie ein bisschen geschummelt. Da ist der Rabe. Perfekt. Okay, der taucht erst im Winter hier auf. Stimmt ja an, die Magiepulver. Kann ich den Gegner daran hindern, Magie zu nutzen. So, ich werfe ihn einfach mal instant an. So stark kann der Rabe nicht sein. Sag ich doch. Aber es hat nicht instant funktioniert. Ich kann ja auch einmal an den anderen testen, wie viel der aussieht, aber der ist eh vergiftet. Stellt euch vor, ihr habt 250% und es klappt nicht. Na gut, dann teste ich wenigstens, wie viel die aushalten. 25. 32. Okay, 32 halten die auf jeden Fall aus, beziehungsweise einen Schlag vom Bampendrachen. Ich glaube sogar so um die 45, 50 könnten die aushalten. Vielleicht habe ich ja Glück und einen von denen schließt sich mir jetzt so an. Ich habe Glück. Musik nenne ich dich. So, dann gucken wir jetzt eben kurz noch hier, weil hier hat sich ein Pfad gebildet im Winter. Gucken wir mal, was hier oben ist. Ich habe gleich eh vor zu synthetisieren, dann lese ich da die Einträge danach vor. Was haben wir hier oben denn Schönes? 3, 4 und Zauberwasser, die sind immer willkommen. This entire tower came to Nadiria with you? You wouldn't believe what I had to go through to get here. But it seems like that's all behind me now. Schön für dich. Let's head back to Rose Hill and prepare for our next adventure. Well, I'm all for it. I
After all, I'm one step closer to fulfilling my lifelong dream. Wie viel Geld habe ich? Ich könnte mir irgendwas bei dem kaufen. Lass mich gerade noch extra aus dem Bild. Bei einer Synthese, ich werde wahrscheinlich nicht so viel synthesieren. Wenn wir eh reißen, dann habe ich eh eine Sequenz. Ah, doch, hab schon viel zum synthesieren. Ich pack mich doch noch mal eben ins Bild. Okay, wenn ich Muleta und Stumpfi verbinde, dann habe ich hier den einen oder anderen, den ich machen kann. Nehme den Säusefällen, das Naturkind, den Schwarzkünstler. Ach, die Synthese ist was Schönes. Kloxa. Hier haben wir einen Wolkenketzer. Ich vorstellen, das ist Claudian. Es ist einfach nur mega angenehm, dass die nebenbei mitleveln. So, hier können wir einen Schleimspross machen. Gut, der Schleimer ist besser als das Naturkind. Einfach nur Sprossi. So, hier können wir die Zornzwiebel machen. Ja, Aquatetika ist besser als Naturkind. Dann nehme ich die beiden noch. Stinkzwiebel. Guck natürlich, dass ich hauptsächlich Neues synthetisiere, ne? Monty könnte zum Beispiel zu so einer Zwiebel werden, aber das wäre kontraproduktiv. So, hier können wir einen Scherenkäfer machen. So, die Seejungfer und das Skelett ergeben die Giftechse. Den Toxikologen nehme ich auf jeden Fall mit. Giftiger Gruppinf, die würde ich wegen Bub noch mitnehmen. Und halt das, was ich gerade eben noch genommen habe. Du siehst ein bisschen so aus wie ein Axolotl, deswegen nenne ich dich Axelu. So, der Fuhhund und der Schmock ergeben einen Schwan-Druid. Da hat der Meuchler. Wir haben da auf jeden Fall interessante Techniken. Ihn taufe ich Cybervogel. Hier könnte ich einen Tanzteufel herstellen. Den Sanitäter nehmen wir auf jeden Fall mit. Die windige Klinge. Dann würde ich sagen, den Tänzer noch. So, er heißt Tanz-Sani, weil er immer noch der Sanitäter ist. Mir fällt gerade so ein, ich habe ja auch diese invertierte Suche, ne?
Guckt mal, dann seht ihr auch mal die ganzen Ringe. G, F, E, D, C, B, A, S. Und dann gibt es noch X. Das sind die ultimativen. Ein paar Synthesen kann ich noch machen. Oh, hier kriegen wir ein Miau hier. Der V-Fan, Magie-Magister, Entzauberer. Mythica Magica. Ich glaube, dich würde ich sogar ins Team holen, statt der Ratte. Ich nehme hier mal den Raupenrüpel. Hi, Deri! Wenn er so versteckt aussieht. Ich mag die Hintergrundmusik, die man hier währenddessen hat, ne? So, ich will jetzt nicht alles verkraften, was ich in meinem Team habe. Immer hier auf jeden Fall eine interessante Auswahl wieder. Kann irgendwer mit denen miteinander noch was Sinnvolles machen? Nee. Alle können mit Ungobongo noch etwas werden. Der Tötkolben wäre zumindest besser als der Eichling. Von den Werten her. Deswegen nehme ich ihn mal. Sind beide Rang F. Williger Helfer, schwächer. Ne, den Helfer lasse ich mal weg. Ich nehme noch Großer und Märtyrer. Maiso. Dann nehme ich mal den Sandsack. Böcke-Fan, stärker, Fauch-Fan. Hallo Sandy. So. Also die Synthese, die war jetzt schon gewaltig, ne? Also ich habe viele Synthesen gemacht. Ein paar muss ich davon dann jetzt vorlesen noch, ne? Also ich lese nur einen Teil davon vor. Wie zum Beispiel jetzt hier den Schleimspross. Schleim war eine Art, die grünes Gemüse gefuttert hat, bis sie selbst Knospen trieben. Mit ihrem Laub laben sie sich an Sonnenstrahlen und sättigen sich per Photosynthese. Die Giftechse. Die schlüpfrigen Schuppen auf ihrer mit Beulen bedeckten Haut sind gefährlich giftig. Ihr tiefstes Verlangen ist es, ein Bad in einem aus Blasenschleim gewonnenen Schaum zu nehmen. Was interessante Träume. So, dann lese ich noch den Miesraben und dann lesen die anderen beiden auf meinen Schultern auch noch zwei vor. Miesrabe. Diese gruseligen Galgenvögel können der Versuchung nicht widerstehen, Schädel von alten Schlachtfeldern zu stibitzen. Junge Raben klettern gerne durch die Augenlöcher, um sich vor Raubtieren zu verstecken. Okay, wenn die es auch mit Sinn machen, dann ist ja alles gut, ne? So, die nächsten zwei lasse ich dann mal Noir vorlesen und die darauffolgenden liest er noch drin vor. Yay, endlich darf ich auch wieder vorlesen. Das ist eine Zornzwiebel. Diese hasserfüllten Zwiebeln sind von dämonischen Geistern besessen. Wer von ihrem Schweif benetzt wird, vergießt Tränen ohne Ende. Das ist ein Raupenrüpel. Diese Monster schützen ihre Körper, indem sie sich mit Stöcken umgeben. Du kannst dich glücklich schätzen, dass du die grässliche Gestalt, die sich darunter verbirgt, nicht sehen musst. Wow, was für ein gemeiner Eintrag. Dann bin ich wohl jetzt dran. Das ist ein Tötkolben. Wer diese monströsen Maiskolben über mittlere Hitze rüstet, kann Gerüchten zufolge mit Popcorn mit einem etwas gewöhnungsbedürftigen, aber grundsätzlich nicht zu verachtenden Geschmack zubereiten. Und als letztes für heute der Scherenkäfer. Vor ihren beiden monströsen Mundwerkzeugen gibt es keinen drin. Sie geraten häufig mit Rivalen aneinander, die ihnen das Harz bedauernswerter Baumfratzen streitig machen wollen. So erscheine ich dann immer wieder. So Leute, bei mir ist der Part zwar jetzt gerade schon ein bisschen lang, aber ich will trotzdem heute zumindest noch ins neue Gebiet reisen. Dafür muss der grüne Portalit dahin.
Bin gespannt, wie viele Gebiete es noch gibt. Everything's made out of cake and candy. Yep, looks pretty sweet. It's more like a fancy bakery than Nadiria! Are we going to find the big hitter then or not? Ich stimme Rosi zu. Sieht mehr nach einer Konditorei hier aus. Ist auf jeden Fall ein interessant aussehender Bereich. Ich guck mal, selbst der Gegner da sieht aus wie ein Stück Brot. Oh, wir haben aber durch die Synthese offenbar hier schon zum Beispiel gerade den Augenrüpe hier schon synthetisiert und den Schneegnom. Die müssen wir hier gar nicht sammeln. Also hier sind nicht viele, die wir aufsammeln müssen. Einer davon wahrscheinlich wieder ein Ultravieh. Müssen vom Prinzip her dann auf jeden Fall mindestens 5 nur hier finden. Das ist recht wenig. Die Synthese nimmt mir teilweise was ab. Und 4, wenn wir den da vor uns mitrechnen. Okay, ich würde aber sagen, den Kreis der Schwelgerei, den erkunden wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder im Kuchenland, wie es scheint. Ciao!